Okay, ja, ich brauche nicht mal den, weil ich schon den hier habe. Sie werde ich erstmal nicht ersetzen. Sie ist 36, der wäre 34. Mal gucken, ob du Heilzauber kannst. Wenn ja, dann wirst du unseren Priester ersetzen. Du wirst Ump ersetzen, wobei du auf den Einser kommst. Du wirst sie ersetzen und du wirst ihn ersetzen. Gut, das heißt, wir haben die Uhrwerkkrypten so weit hinter uns. Haben es sogar geschafft, alle Münzen zusammenzukriegen, um alles zu öffnen. Also, ja, sehr viele Heilzauber hier, dem wir nichts anfangen können. Wir haben sogar, glaube ich, den Stab des blutenden Auges. Ja. Stab, Robe, Helm und Schild. Stab haben wir. Schild haben wir. Robe habe ich auch gesehen. Da, Robe. Und Helm, 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 Helm. Helm haben wir auch. Gut. Die Rune ruft. Schläge? Ups. Verstanden. Zu euren Diensten. So. Zu Befehl. Auf mein Mir Kommando. nach. Vorwärts. Die Uru steht auch immer noch darum. Der Stab der Winde müsste, glaube ich, hier irgendwo sein. Wir haben auf jeden Fall re relativ viele HD-Deko-Puppen. Ja, das Zepter der Winde ist hier. Trickser, Torwächter, Erzmagier, Schatten, Mentor. Ich glaube, eine oder zwei fehlen noch. Bereit. Bereit. Sofort. Mir nach. Nun, habt ihr das Zepter gefunden? Okay, ich glaube, ich speichere erst noch mal, bevor wir hier weitermachen. Nun, habt ihr das Zepter? Ja, hier ist das Zepter der Winde. Das Zepter, Wind und Weite, da seht. Hier in seinem Griff, das sind die Locken des ersten Karls. Aber 100 Generationen alt. Aus den Höhlen in diesem Stein wispern die Stimmen der Winde. Wir sind wieder eins mit unseren Göttern. Brüder, es ist geschafft!
Kartei gehört mir! Ihr habt euer Zepter, nun macht den Weg frei! Damit ihr den Krieg zu meinem Volk tragen könnt? Niemals! Männer, erschlagt den Runeknecht! Xalabar, du gabst ihm dein Wort. Willst du den Zorn der Winde über uns bringen? Es ist zum Wohle unseres Volkes. Was zählt da schon ein Wort? Greift an! Der Hass hat dein Herz verschlungen. Du bist von Sinnen, Xalabar. Du verleugnest mir die Treue eines Kriegers? Ich kämpfe nicht für einen Lügner. Dann stirb als Feigling! Schön, wie sie gegenseitig aufeinander losgehen. Auf mein Zeichen für die Freiheit! Töten wir einfach Xalabar, das dürfte helfen. Kampf ist jetzt nur noch ausweichlich. Stellt euch Xalabar und seinen Kriegern. Aber wenigstens müssen wir uns nicht den ganzen Kriegern stellen. Auf mein Zeichen! Noch ein Herz und der Schlüssel. Komm, ich will mal nicht so sein. Tja, Uru. Damit hätte sich das Xalabar-Problem wohl auch gelöst, bevor du es lösen musst. So. Wieder Erfahrungspunkte. Eine Truhe mit Zeug. Und ja, bevor wir oh, wir haben sogar zwei Helden verloren. Habe ich noch ein Monument? Ich habe kein Monument mehr aktiv. Warum lebt ihr noch? Unverzüglich. So, bevor wir durchgehen, machen wir es erstmal das. Und ja, ich hätte das Monument aktiv lassen sollen und einfach die Helden töten. Dass wir mal gucken können, kannst du... die richtige Magie. Weil ich weiß ja nicht, was für Zauber du kannst. Das kann ich nicht einsehen, solange ich dich nicht beschworen habe. Krieger, Kämpferin und Schütze. Du kannst mit Schilden umgehen, also gebe ich dir eine einhändige Waffe. Was Gescheites wäre halt vom Vorteil. 18 bis 33 macht der Ausmerzer. 24 bis 36 ist besser. Du bist ein Tank, da kannst du auch ruhig langsamer
Angreifen ist okay. So, ein Zedernschild ist wahrscheinlich das Beste. Ja. Rüstungsmäßig würde ich dir am liebsten Amras Rüstung geben. Mal kurz vergleichen. Ja, da wäre die doch besser, der schwere Stahlpanzer. Ja, Amras Rüstung hat leider dann auch ausgedient. Zerbus-Schutz. Zwergenstahlbeilinge. Mal laufen. Minus 5. Gut, bist etwas langsamer, aber ist ja halb so schlimm. Edler Turnierhelm. Wobei, Fechtermaske mit Zerbus-Schutz und dann noch Zerbus-Hosen. Ist die Frage, haben wir noch das letzte Teil oder kriegen wir es vielleicht noch? Muss ich mal gucken. Also ich nehme mal an, dass das Mittelteil auch noch, also das Brustteil auch noch dazu gehört. So, Ringe. So einen. Also 15 Geschicklichkeit, 15 Ausdauer ist nicht schlecht. Jetzt noch etwas, was Ring der Geschicklichkeit, Ring der Wendigkeit, Siegelring des Kaisers, Aunirs Ring. An dem Aunirs Ring. So, nächste Kandidatin. Du bist Kämpferin. Kriegst du so ein Stahlfeuer und... Ne, nein. Keine Eisenholzkeule. Kriegst noch so ein Stahlfeuer, wenn wir schon zwei davon haben? Oder kannst du irgendwas anderes Besonderes? Nö. So, leichte Rüstung. 15 hat sie. Kriegt sie den Schlangenpanzer. Mal sehen, ob wir die passenden Hosen dazu haben. Rotlederbeinlinge. Ja, die sind gut. Ja, sind besser als Katzenbeinlinge. Sieht auch noch einigermaßen vernünftig aus. Harlekinshaube. Ja, das passt da dazu. Auch wenn die scheiße aussieht. Gut. Ringe. Den geschicklich... Nee, halt. Wo ist der Wendigkeitsring? Den kriegst du. Und du kriegst noch... Uff, der Weltenring. Der wäre für dich besser. Weniger Rüstungsklasse, aber mehr Stärke. Dann kriegst du den Aunir-Ring. So. Du kriegst auf jeden Fall den Geschicklichkeitsring. Und du den Intelligenzring. Damit wir das schon mal erledigt haben. Armbrust oder Bogen? Über was sagen Armbrust? Das ist ein zweihändiges Zepter, dann kriegst du einen Drachenzahn. Hauptsache, du hast was. Ja, ein Drachenblutpanzer wahrscheinlich am besten für dich geeignet. Du hättest schwere... Ne, weißt du was? Du kriegst Amras Rüstung.
So, war da noch ein Helm dabei? Nee, scheint nicht der Fall zu sein.